Können wir das vielleicht nochmal machen hier? Jetzt machen wir Silk Touch off. Not enough energy to operate. Klar. Na klar regnet es jetzt. Na klar regnet es jetzt. Mann! Das ist doch scheiße. Okay. Nein, das akzeptiere ich nicht. Weather. Clear. Bam. Das akzeptiere ich nicht. Ich will das da... Okay, irgendetwas hat gerade nicht genug Strom und kann es nicht extrahieren. Gut, von mir aus. Das schmeißen wir wieder weg. Sulfur wird jetzt wahrscheinlich nicht funktionieren, weil man das ja umformen muss, nicht wahr? Ja. Wir brauchen ja dieses andere Sulfur. Nicht wahr? Wenn ich mich richtig erinnere. Wenn ich den versuche, da reinzugeben, funktioniert es nicht. Genau. Das heißt, wir müssen Sulfur wohin machen? In den Crusher, glaube ich, wa? Absurderweise in den Crusher für Sulfur Dust. Das ist dämlich. Aber gut, was soll's. Egal. Gibt schon genug dämliche Sachen. So. Crusher. Wir machen mal kurz Auto-Eject aus, weil ich nicht weiß, ob die Enrichment Chamber aus irgendeinem absurden Grund wieder normalen Sulfur draus machen würde. Ich weiß es nicht. Ich muss es auch nicht herausfinden. Keine Ahnung. Noch eine Sache, wir könnten diesen Bedrock Sulfur Ore vielleicht sogar hierher bringen und hier in die Basis stellen mit einem, mit so einer Cardboard-Box. Damit kann man ja Sawdust, okay. Warte mal, Sawdust kriege ich in einem Stone Cutting? Oh, komm schon. In einer Sawmill mit Logs, okay. Habe ich nicht irgendwelche anderen Logs? Da, Oak Logs. Nee, das ist eine Sawing Factory und keine Precision Sawmill. Oder ist das das Gleiche? Wir gucken mal. Also mit so einer Cardboard-Box könnten wir vielleicht das Sulfur Ore sogar aus dem... nee, macht er nicht. Könnten wir vielleicht sogar den Sulfur-Block hierher bringen und hier oben abbauen. Das wäre natürlich auch hilfreich. Wie kriegt man jetzt nochmal Sawdust? In einer Sawmill. Oder in einem Pulverizer. Oder in einer Precision Sawmill. Aber auch in einer Sawing Factory. Aber scheinbar nicht mit Oak Logs. Ach, da gibt es nur 38% Chance für. Oder 25%. Gut, dann mach mal mehr. Das ist gar keine Garantie. Es ist keine Garantie, dass man beim Sägen von Holz Sägemehl bekommt. Oder Sägespäne. Wollt ihr mich verarschen? 6-mal hintereinander 25% nicht geschafft. Das ist doch der letzte Scheiß. Wirklich so selten. Das sind doch keine 25%. Das war jetzt irgendwie 15-mal und ich habe 2 gekriegt. Das ist doch kein Viertel. Okay. Okay, kann ich das bauen? Wie? Ich habe nur ein Sawdust Flooring. Fantastisch. Okay, wir machen jetzt den Sulfur Dust da rein. Und der müsste dann eigentlich sofort hier unten in den reingeballert werden, nicht wahr? Genau, Chemical Oxidizer. Der kümmert sich darum. Der ist auch relativ langsam, aber was soll's. So, wir brauchen mehr Logs. Moment, wir haben ja hier Blazing Archwood Logs. Gucken wir mal, ob er das auch kann. Kann er nicht. Ich meine, warum auch? Es wäre ja albern. So, jetzt gehen wir da hinten hin und bauen so einen riesigen Baum ab. Ist mir egal. Habe ich ja schon mal versucht. Hier schwebt noch der Baum, ist ja grausam. Wir bauen jetzt hier diesen fetten Baum ab. So. Einmal so und einmal so. Wunderschön. War's das? 29. Okay, das wird ja wohl reichen. Oder? 29 wird ja wohl reichen in dieser arschlangsamen Maschine. Meine Güte. Ist ja nicht zu fassen. So. Ich müsste garantiert aus jedem einen rauskommen. So. Wunderbar. Jetzt hat das endlich geklappt. Und da ist eine Cardboardbox. Damit kann man Blöcke aufheben. Und ich glaube auch ganze Chests mit Inventar verschieben. Sehr mächtig. Ich weiß nicht, ob es damit funktioniert. Scheinbar nicht. Mann, warum geht denn das so schnell kaputt? Der Sinn ist eigentlich damit, damit Blöcke verpacken zu können. Wenn ich jetzt hier
diese Chest habe, kann ich die einfach damit einpacken und mitnehmen. So. Und dann kann ich die da hinstellen und ich glaube, mit einem, nee, mit einem Shift-Rechtsklick kann ich sie wieder... Ich weiß nicht, wie ich die wieder aufmache. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie ich die da wieder rauskriege. Das ist interessant. Okay, wie funktionieren Cardboard-Boxes? Merkwürdig. Ich weiß nicht, wie die funktionieren. Okay, die Chest ist jetzt weg. Der Punkt ist aber, ich krieg das scheinbar nicht hin, dass ich das Bedrock Sulfur Ore damit einpacke. Jetzt fehlt wieder... Das gibt es doch gar nicht. Ich habe wirklich nur 5 rausbekommen. Okay, Cardboard Box. Bam. Funktioniert nicht. Pickaxe Level Netherite. Ich kann es damit nicht mitnehmen. Das ist ungünstig. So, Cardboard Box. Wie kriege ich denn die jetzt? Warum regnet es eigentlich schon wieder? Ich akzeptiere das nicht mehr. Es regnet lächerlich häufig. So, wenn ich es normal abbaue, dann bekomme ich den Block. Aber wenn ich so einen Rechtsklick mache, passiert nichts. Shift abbauen funktioniert auch nicht. Shift Rechtsklick baut das sofort ab. Shift Rechtsklick platzieren bringt auch nichts. Shift Linksklick macht auch nichts. Ich habe keine Ahnung, wie ich das auspacke. Warum gibt es denn dafür keine Erklärung, wie ich das auspacke? Das Internet sagt Sneak Right Click. Und das funktioniert nicht. Ich befürchte ja, dass das wieder mit den Controls zu tun hat. Vom Infinimine. Nee, nicht Infimine, sondern Altamine. Altamine. Wir machen Left Shift, machen wir es von mir aus wieder auf Nummernpad 0. Und jetzt funktioniert es. Okay, gut. Die Cardboard-Boxen ist jetzt ein bisschen ungünstig. Jetzt muss ich Altamine wieder wechseln. Auf Shift. Okay. Da gab es ein Problem. Shift-Rechtsklick soll es eigentlich wieder auspacken. Ja, so funktioniert das, aber damit funktioniert es nicht. Es gab früher aber auch etwas, das nannte sich Dolly. Das ist so ein ist auch egal, so ein kleiner Wagen. Mir fällt es meistens nicht ein, wie das heißt. So ein kleiner Wagen, mit dem man Zeug rumfahren kann. Ihr wisst schon, wie ich das meine. So, Sulfuric Acid, der kommt gerade so. Der kann halt gerade so herstellen, weil der hier noch genug Sulfur hat. Also der Chemical Oxidizer ist nicht mal zu langsam. Es reicht gerade so, damit die Maschinen durchgängig arbeiten können. Es ist nicht schön. Es reicht nicht. Es reicht. Es ist nicht schön. Kann man einfach so zusammenfassen. Aber so einigermaßen reicht es schon. Wir brauchen aber definitiv eine bessere Quelle von Sulfur. So. Jetzt gucken wir einfach nochmal hier. Wie sieht es hier jetzt aus? 215 fehlen. Ich glaube, daran hatte sich nichts geändert, weil ich den nicht angemacht habe. Genau. 215 ist aber mehr als das hier. Wir machen jetzt unten aus. Wir sind fertig. Stopp. Und du auch. Ansonsten arbeitet der das ganze Zeug hier runter, was wir auch nicht wollen. So, den machen wir auch aus. Sonst hört er gar nicht mehr auf. Und der hat ja keinen Puffer. So, wir müssen alle drei Maschinen ausmachen, sonst arbeiten die individuell weiter. So wie wenn die Purifying Factory weiterarbeitet und den Crusher voll macht. Jetzt machen wir den hier wieder an und werden zusehen, wie sich unsere Probleme in Rauch auflösen. Jetzt müssen wir noch unsere anderen Sachen lösen, nämlich 32 Infused Alloys. Wir haben hier noch Enriched Redstone und Iron brauchen wir noch. Wir brauchen nur 32 davon und setzen mal da eins rein, kriegen wir 80 raus. Wir konnten 8 herstellen, also brauchen wir noch 2. Und dann hat sich das erledigt. Redstone haben wir jetzt gar nicht gebraucht dafür. Ne? Weil das alles schon enriched ist. Ist es schon wieder Nacht? Alter. Ich überlege, ob ich, wenn ich das nächste Mal Minecraft spiele, nicht einfach den Nachtzyklus ausschalte
Das gibt es ja, das kann man machen irgendwie. Das ging in der Creative-Welt, glaube ich. Und dann einfach Regen auch ausmache. Aber das brauche ich beides nie. Es ist nur ein Aspekt meiner Frustration. Mehr nicht. 97 fehlen nur noch. Alter, es kommt. Wir können es bald in Auftrag geben. Und sobald wir es in Auftrag geben, werden wir hier auch, glaube ich, wieder ausschalten. Damit der Computer genug Energie hat. Damit bloß nicht irgendwas ausfällt. Nicht, dass die hier Strom verbrauchen, den mein Computer braucht. Das gibt es doch nicht, es regnet schon wieder. Weather clear, verdammt. Es gibt's, ich will nicht so viel cheaten, was denn los? Früher musste ich das doch auch nicht tun. Warum regnet es so lächerlich häufig? Das ist ja auch nicht so, dass ich irgendwie selten schlafe. Diese komischen Nachtgespenster sind ja auch noch nie gekommen. Also keine Ahnung, warum das so oft regnet. So, jetzt gucken wir nochmal. 50, wir haben genug. Crafting CPU Automatik oder CPU 1. Coprocessor 1, Storage 17.000. Ach so, wir könnten mehrere CPUs machen, aber müssen wir nicht. So, stopp. Der hat gerade sowieso nicht mehr genug Strom. So, der ist fertig und der ist auch fertig. So. Es ist Tag. Der Strom müsste eigentlich steigen, nachdem die hier ihren Puffer wieder voll haben. Das wird jetzt noch eine Minute dauern oder so, aber es ist eigentlich relativ egal. Denn ich glaube nicht, dass der so viel mehr Strom verbraucht, wenn er etwas craftet. Jetzt craften wir 50 Advanced Solar Generator. Und Start. So, und der ist beschäftigt und sagt, er braucht 10 Minuten. Und das ist ihm auch nicht vergönnt. Das ist ihm gegönnt. Meine Fresse, so einen Crafting-Auftrag habe ich, glaube ich, noch nie ausgeführt. Das ist etwas, wenn ihr euch an die 5. Staffel erinnert, die ziemlich kurz gelaufen ist nur und mit der ich auch nicht zufrieden war, da habe ich zu Beginn gleich versucht, solche großen Solar Panel zu craften, weil ich von Anfang an darauf aufbauen wollte. Hatte eigentlich eine sehr coole Pipe-Mod, Tubes hieß die nur, hatte mir sehr gut gefallen zu dem Zeitpunkt. Und hätte ich eigentlich auch gerne nochmal besucht, aber ich glaube, das ist dann so ein bisschen aus der Mode gekommen und dann war Enderay.io immer noch da. Tubes wäre eigentlich cool, würde mir gefallen, würde ich gerne nochmal erkunden. Weil das wurde da dem einfach nicht gerecht. Aber da hatte ich von Anfang an versucht, so eine großen Solar Panels zu bauen und es war halt viel zu viel. Man hat halt viel zu viel Materialien gebraucht und ich bin die ganze Zeit auf der Stelle getreten und habe versucht, das einzeln zu craften. Das hier jetzt mal craften zu lassen, ist einfach ein Auftrag, den ich noch nie gegeben habe. Und ihr seht, der ist die ganze Zeit nur dabei, diese Energy Tablets zu craften. Der hat noch nicht ein einziges Solar Panel gecraftet. Der wird erstmal alles vorbereiten. Und ich kann mir gar nicht vorstellen, dass der 7 Minuten dafür braucht, weil das jetzt, glaube ich, ziemlich schnell gehen wird. So, jetzt fängt er an und craftet diese 600 Panel und dann immer eins von den 200 anderen. Na gut, er wird schon so lange brauchen, denke ich mal. Ist es natürlich nicht das Spannendste der Welt zuzugucken, aber verdammt, ich lasse es jetzt einfach mal laufen. Das ist es, worauf wir so lange hingearbeitet haben. Und wir sind hier, glaube ich, über Episode 100 jetzt. Wäre natürlich ein Traum, wenn es Episode 100 ist. Wahrscheinlich nicht. Aber das ist natürlich etwas, das lassen wir jetzt einfach mal so im Raume stehen.
Unglaublich. Es war irgendwie noch... Keine 2 Minuten waren noch übrig. Und es hat schon vorher angefangen zu regnen. Und es ist Nacht. Wahnsinn. Guck mal, 3-mal habe ich schon gesagt, dass das Wetter klar sein soll. Der hat seinen ganzen Strom verbraucht, obwohl nichts war. Und die 200.000, die hier drin waren. Und konnte nicht weitermachen. Da ist er stehen geblieben. Er war ja fast fertig. Aber nein, nein, das Wetter muss mir wieder einen Strich durch die Rechnung machen. Das ist unglaublich. Es ist wirklich so weit, dass ich mir das Spiel kaputt modden will, dass immer Tag ist und es nie regnet. Das ist ja nicht auszuhalten. Es ist einfach lächerlich, wie oft das passiert ist. Aber gut, wir sind auf der Zielgeraden. Es sind jetzt 600 von diesen quadratischen auf der rechten Seite gecraftet, 200 von denen links oben. Und wenn die fertig sind, müssen nur noch 50 von den großen gebaut werden und dann sind wir fertig. Und es wird noch ein weiteres Problem geben, auf das wir aber gleich zu sprechen kommen, wenn der hier fertig ist. Und jetzt müsste es ziemlich rapide gehen. Jetzt baut er tatsächlich die fertigen Solar Panels. Jetzt hat er alles vorbereitet und jetzt macht er erst die fertigen Dinger mit dem letzten Material. Und unser Computer wird dann ziemlich leer sein. Dem werden aber tausende Blöcke fehlen aus verschiedensten Richtungen. Gold, Iron, Alloys, Osmium, Redstone werden tausende fehlen. Fertig. Auf jeden Fall wissen wir, ein Stromausfall unterbricht den Crafting-Vorgang nicht. Jetzt haben wir hier 50 Advanced Solar Generator. Problem ist, die stapeln sich nicht. So, und die passen gar nicht alle in mein Inventar rein. Jetzt haben wir aber hier auf F noch unseren Rucksack, den ich ständig vergesse. Ich denke nie daran, dass es den gibt. Und so können wir die natürlich alle mitnehmen. Gut. Jetzt haben wir alle 50. Und wenn wir jetzt nochmal überlegen, 128, das gibt uns ja nur ungefähr 5000. Also, das reicht vorn und hinten nicht. Das ist viel zu wenig. Aber es ist schon einmal genug, um den Digital Miner immer laufen zu lassen. Und das bedeutet, wir können hier nochmal 50 bauen lassen. Zum Beispiel. Und dann haben wir schon 10.000. Und damit können wir womöglich alles laufen lassen. Das ist der erste Schritt, nicht der letzte. Jetzt brauchen wir mehr Basic Universal Cable. 24 ist natürlich zu wenig. Wie sieht's aus mit Iron? Gar nicht so schlecht. Wir nehmen mal einen Stack. Und mit Carbon haben wir gar nicht mehr. Dann nehmen wir mal einfach... Wir nehmen 2 Stacks Kohle, was soll's. Weil das ist jetzt tatsächlich kein Problem. So wie ich das sehe. Und da werden wir mal ein bisschen Steel herstellen. So, damit wir mehr Basic Universal Cable herstellen können. Alloys haben wir natürlich überhaupt gar keine mehr. Da werden wir auch nochmal einen Stack Alloys herstellen. Und Redstone, da haben wir 8 rausgekriegt. Das heißt, wir brauchen nur 8 von denen, um da nochmal einen Stack Alloys herzustellen. Um nämlich hier diese Basic Universal Cable nochmal zu upgraden. Das brauchen wir ja auch. Weil wir wollen ja das alles auch verkabeln. Und wir müssen natürlich auch noch ein weiteres Tesseract bauen. 2. Obwohl, nee, eigentlich brauche ich nur... Warte, wir müssen mit unserem Tesseract, was unten im Keller ist, Strom senden zu einem neuen Tesseract. Ja doch. Wir brauchen nur eins. Wir brauchen nur ein weiteres Tesseract. Wir haben, hier in der Basis einen Sender von Strom und einen Empfänger von Items. Und wir brauchen eigentlich nur einen Sender von Strom. Mehr als ein Tesseract brauchen wir überhaupt nicht. Was wir noch machen sollten, wäre noch ein Teleporter. Ein Teleporter-Frame, nicht wahr? Genau. Nein, nur ein Teleporter. Nicht ein Teleporter-Frame, sondern ein Teleporter. Ja, den setzen wir mal dahin, den bauen wir jetzt noch nicht. Weil ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich, ob das nötig ist, weil die nächste Wüste vielleicht gar nicht weit weg ist. Ich meine, ich sag das zwar so, aber vielleicht ist die nächste Wüste weit weg.
Ich meine, es gibt keinen Grund, das in der Wüste zu bauen. Ich fand es nur eine lustige Idee. Vielleicht sollte ich es nicht in der Wüste bauen. Weil, wir sind... das hier ist schon echt weit weg. Das ist 1800 Meter entfernt. Das ist weit. Ich glaube nicht, dass wir das in der Wüste bauen. Nee, ich suche mir irgendwo eine schöne Ebene und dann hat sich das damit. Eine Ebene bitte. So. Advanced Universal Cable. Bam. 24? Oh ja, ich habe nicht mehr Basic Universal Cable, da habe ich keine mehr gebaut. So. Nochmal. Bam. 24? Achso. Okay, das ist mehr als genug. Das reicht. Okay. Jetzt gehen wir nochmal in den Keller. Warte mal, der hier ist fertig, nicht wahr? Ah ne, den habe ich ausgemacht. Den habe ich nicht fertig machen lassen. Deshalb werden wir jetzt mal im Gegenzug die hier fertig machen lassen, oder? Ich meine, der hat jetzt noch mehr... Ja, was soll's. Was soll's, wir lassen die jetzt mal laufen. Die haben jetzt noch mehr Sulfur bekommen, natürlich nicht genug. Aber wir lassen den erstmal laufen. Den können wir auch noch mal... Na, können wir nicht. Jedenfalls nicht wirklich. Wir lassen das erstmal alles laufen. Und gehen jetzt los und suchen uns irgendwo einen schönen Ort. Einen schönen Platz. So, die nehmen wir natürlich auch alle mit, wenn es denn soweit ist. Das ist natürlich hier alles relativ ungünstig und unpraktisch, weil das alles so uneben ist. Deshalb dachte ich eigentlich an eine Wüste, aber Wüsten müssen ja auch nicht glatt sein. Also, da haben wir unter Umständen nicht viel gewonnen. Ich merke gerade, wir bauen den Teleporter sofort, sonst werde ich irre. So, Base teleportieren. Wir bauen den Teleporter gleich. Das ist mir viel zu lang, um irgendwie zweimal dahin zu gehen. So, Steel Casing. 1, 2, 3, 4. So, dann brauchen wir noch hier den Teleportation Core. Nein. Atomic Alloy. Refined Obsidian Dust und Diamond. Refined Obsidian Dust, wunderbar. Diamond haben wir noch, Enriched Diamond, was wahrscheinlich, ja, ist egal. Und Alloy haben wir auch noch ein paar. Ist okay. So, zweimal. Dann kommt da ein Enriched Diamond rein. Na, können wir da noch mehr rauskriegen. Da kriegen wir nochmal zwei raus, wunderbar. Und dann holen wir uns die wieder. Und machen das mit dem Refined Obsidian Dust. 10 reicht nicht mal für einen. Nicht mal 20 reichen? Was? Da braucht 30 für einen einzigen. 40 meine ich. Scheiße, Mann. Was ist das denn für ein Beschiss? Das ist viel zu viel. Okay, na schön. Teleporter. Teleportation Core. Bam. Und da haben wir einen Teleporter. So, bam, 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 bam. Gut. Jetzt ist es egal, wie weit ich weggehe. Wir haben alles, was wir brauchen. Okay. So. Ja, den Teleporter werden wir direkt an die Solar Panel anschließen müssen, damit der seinen Strom kriegt. Weil anders als der Teleporter beim Digital Miner senden wir Energie, anstatt sie zu empfangen. Wir brauchen doch ein zweites Tesseract. Wir brauchen ein zweites Tesseract, weil das Tesseract in der Basis sendet Strom an den Digital Miner. Aber wir wollen Strom empfangen. Das heißt, wir brauchen definitiv noch ein Tesseract. Was aber nicht schlimm ist, dafür waren wir ja im End. Also zwei Tesseracts. Und eines können wir gleich hier hinstellen. Ja. Alter, ihr... Okay, was soll's. So. Und wir machen den hier kaputt und den und den. Und machen hier die Advanced Cable. Und sagen dem Tesseract, bam, machen wir Energy, Create, Solar, Create. Und Solar will ich Receive Only Activate. So. Okay. Gut. Jetzt haben wir das hier natürlich noch überbrückt. Das heißt, es wird jetzt gar nichts mehr funktionieren. Aber das ist eigentlich egal. Eigentlich ist das egal. Wir können auch die Solar Panel oben schon komplett abbauen. Die brauchen wir nicht mehr. Die müssen hier nicht mehr stehen.
Okay, hier diese kleinen Heat Generator da, die sind völlig irrelevant. Alter, das hat ganz schön reingehauen. So, die Heat Generator sind völlig egal, die brauchen wir nicht mehr. So, das kann alles abgebaut werden hier. Wir wollen keine Solar Panel mehr auf dem Dach haben, dann sind wir auch endlich dieses nervtötende Geräusch los. Und ein paar nervtötende Dachzinnen sind wir dann auch gleich los. Wer braucht die schon? Es ist sowieso schon wieder Nacht. Es hätte eh nichts mehr gebracht jetzt. Alter, warum ist denn das so aggressiv, dieses Scheiß? Na, guck mal, ich bin fast tot von zweimal Stromschlag. Meine Güte. So, jetzt nehmen wir hier nochmal. Jetzt geht natürlich alles aus, das ist klar. Wo ist denn jetzt, ich habe doch hier eben einen Block abgebaut, versehentlich. Da. Komm schon, gib ihn mir dahin. So, jetzt essen wir nochmal was. Und jetzt gehen wir schon wieder schlafen. Meine Fresse. Okay. Wir kriegen das hin. Jetzt kann nämlich Basic Universal Cable weg. Ein Tesseract behalten wir noch. Und los. So. Und jetzt können wir uns irgendwo ein schönes Plätzchen suchen.